Yellen verdirbt Donald Trump die Party, anders kann man es wohl nicht formulieren. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Ja, das war wirklich hochinteressant, was da gestern passiert ist, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Okay, die Fed hat die Zinsen angehoben. Das war eigentlich fast schon die unspektakulärste Nachricht. Aber sie hat vor allem die Dotplots, also die Projektionen für die Zinsentwicklung für 2017 und die folgenden Jahre nach oben genommen. Das erste Mal in der Geschichte der amerikanischen Notenbank, by the way, als ein massiv hawkisches Signal. Man erwartet jetzt 3 Zinsanhebungen in 2017. Auch das war gewissermaßen eine Überraschung. Aber noch überraschender war eigentlich, was Janet Yellen dann in der anschließenden Pressekonferenz gesagt hat. Und das hat es wirklich in sich, auf die Frage zum Beispiel, ob man jetzt angesichts der Pläne von Donald Trump möglicherweise hier doch etwas hawkischer geworden sei, hat Janet Yellen ausweichend argumentiert, nicht wirklich klar gesagt, was Sache ist. Faktisch ist das, was sie gesagt hat, die Wirtschaft ist ohnehin schon auf einem guten Weg. Wenn man jetzt noch so ein Stimulusprogramm, wie Donald Trump es vorhat, umsetzt, dann würde die Wirtschaft heiß laufen. Und wenn die Wirtschaft heiß läuft, und das war die Message von Janet Yellen gestern, dann werden wir agieren und werden die Zinsen deutlicher anheben. Das ist im Grunde die Botschaft, die Wirtschaft in den USA braucht keinen Stimulus und wenn er denn doch kommt, dann müssen wir reagieren, um die Dinge nicht überhitzen zu lassen, denn das werden wir nicht tolerieren. Und Janet Yellen gilt ja immer als dovish, als taube, als geldpolitische, und aus diesem Lager ist sie jetzt sozusagen entschwunden und ist nicht mehr eine Befürworterin einer ultralaxen Geldpolitik. Und genau das hat die Märkte völlig auf den falschen Fuß erwischt, insbesondere die Anleihemärkte. Wir sahen eine massive Bewegung bei den US-Staatsanleihen. Die 10-jährige in Richtung 2,6% unterwegs mit einem der größten Renditeschübe der letzten Jahre. Wir sahen sehen eine massive Dollar-Rallye. Wir haben das erste Mal seit der Trump-Wahl eine etwas größere Korrektur an den Aktienmärkten der USA gesehen, vor allem die Small Caps, die Nebenwerte und die Transportwerte, also diejenigen, die am meisten profitiert haben von der Trump-Party, die sind am stärksten unter Druck gekommen. Die US-Märkte haben sich dann im späteren Handel erholt. Es ist davon auszugehen, dass jetzt vor dem Hexensabbat am Freitag hier nicht allzu viel anbrennen wird, aber danach könnte es ungemütlich werden und irgendwie weckt das alles Erinnerungen an Dezember 2015. Da hat die Fed eben auch kurz vor dem Hexensabbat die Zinsen angehoben, dann hat man sich noch ein bisschen gehalten bis zum Hexensabbat, auch noch einigermaßen gehalten im Dezember und Januar macht es dann Booms, dann ging es massiv nach unten. Genau dieses Szenario droht jetzt auch, denn die Party, und das muss man einfach mal klar sagen, die Party ist von der Fed für beendet erklärt worden, die Party der ultralaxen Geldpolitik, die jetzt reagieren wird, ohne es direkt zu sagen, und das ist eben auch die Botschaft des gestrigen Tages. Janet Yellen hat gesagt, ja, ich bin hier nicht in einer Funktion, dass ich die Politik berate, hat sich damit ein bisschen rausgeredet, aber faktisch ist es eine deutliche Warnung an die Politik, an Donald Trump, wenn er hier diese Dinge umsetzt, dann werden wir bremsend wirken. Nun kommen bald 2 neue Fed-Mitglieder ins Gremium, die dann möglicherweise die Stimmung schon wieder ein bisschen verschieben, aber das ist eben noch Zukunftsmusik. Jetzt zählt erstmal, was die Fed vorhat und wie gesagt, das ist viel hawkischer, als die Märkte erwartet hatten. By the way, Janet Yellen hat dann noch gesagt, auf die Frage, ob denn, wie Greenspan eins gesagt hat, diese Irrational Exuberance, diese irrationale Übertreibung, ob das denn diesmal auch der Fall sei an den Märkten, hat sie gesagt, naja, wenn man das mit den Anleiherenditen vergleicht, sei eigentlich die Bewertung noch im Rahmen des Normalen, um dann 3-4 Sätze später zu sagen, also die Bewertungen sind schon sehr, sehr hoch. Auch das ist irgendwie Janet Yellen, wie sie leibt und lebt. Schauen wir mal, wie die asiatischen Märkte leiben und leben und dann sehen wir hier den Nikkei, der, naja, nicht so richtig steigt, trotz dieser massiven Dollar-Yen-Rallye, 0,28% geht es nach oben, Shanghai leicht negativ, richtig negativ, Hongkong 1,75% im Minus, liegt einfach daran, dass die Geldpolitik in Hongkong aufgrund der Geschichte eben noch sehr viel mehr in Richtung USA orientiert ist. Da gehen dann die Geldmarktzinsen scharf nach oben, wenn die Fed eben so hawkisch ist. Und wir sehen Australien minus 0,67%. Was haben wir heute an Termin auf der Agenda? Einkaufsmanager-Indizes, also Gewerbedienstleistungen, 39 Deutschland, 10 Uhr Eurozone und dann 14:30 die Verbraucherpreise in den USA. Das wird extrem wichtig, nachdem gestern die Erzeugerpreise ja schon stark gestiegen sind. Und hier jetzt eben die Frage ist, wie kommt die Inflation in den USA rein nach dem gestrigen Fed-Statement, New York Empire State Index, Philly Fed, alles 14:30 ebenso, Erstanträge und dann Market PMI, also Einkaufsmanager-Index, Market, gleich mal rein in die Charts, was tut sich da, was spielt sich da ab
Und da sehen wir hier, das ist der wichtigste Chart. Das ist die US-10-jährige Anleihe, die hier gestern mit einem massiven Fall hier im Kurs, massiven Anstieg der Rendite reagiert hat. Das ist sozusagen das, was jetzt derzeit passiert. Wir sehen ein richtiges Blutbad am Anleihemarkt. Da schießen die Renditen nach oben bei den US-Anleihen deutlich mehr als bei etwa der deutschen Anleihe. Das heißt, da ist eine immer größere Differenz. Wir sehen die US-Indizes mit dieser Reaktion. Zunächst mal ging es auf ein neues Allzeithoch beim Dow Jones, um dann 200 Punkte zu fallen, um dann wieder etwa 100 Punkte sich zu erholen. Also das ist so etwa das Muster, das wir an den US-Märkten sehen, ähnlich beim S&P 500, ähnlich beim Nasdaq, der hier eben bei 4908, die jetzt erstmal einen Boden gefunden zu haben, scheint, möchte ich sagen. Was wir hier sehen, das ist der DAX, der ja hier ein etwas hässliches Umkehrmuster ausbildet. Also da muss er jetzt schauen, dass er nicht nach unten wegklappt. Die US-Futures sind so negativ nicht, nachdem man sich eben gestern erholt hat. Möglicherweise werden wir um und bei dieser 11.240er Zone reinkommen. Meine Vermutung ist, dass wir uns bis zum Hexensabbat halten und am Freitag, und dann wird es kritisch. Nicht nur für den DAX, sondern für die Aktienmärkte insgesamt. Schauen wir uns mal den Euro an. Ja, da ist richtig was nach unten gegangen. Wir waren gestern sogar das erste Mal seit 2015 seit März 2015, glaube ich, unter der 1,05er Marke. Massive Dollarstärke, 117,45 beim Dollar-Yen. Wir sehen Dollar-Yuan nach oben schießend, auch wenn dann möglicherweise aufgrund kleiner Interventionchen, möchte ich mal sagen, durch Peking hier der Rücksetzer kommt. Wir sehen den Dollar-Index auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren, deutlich über der 102er Marke. Wir sehen, Öl kommt nicht aus dem Quark, hat sogar dieses Gap unterboten, dass wir im Gefolge dieser Nicht-OPEC, also der Produktionskürzung der Nicht-OPEC-Länder hier gemacht haben. Nicht wirklich hübsch. Wir sehen Gold unter Druck, abverkauft, hawkische Feld, nicht gut für Gold. Zwar eine kleine Erholung, aber schaut nicht so richtig hübsch aus. Widerstand bei 1.445. Und wir sehen Silber etwas besser auf der Brust bei 16,74 $. Also jetzt, das wird jetzt eine heiße Kiste. Die Party ist im Grunde schon beendet an den Aktienmärkten, nur möglicherweise wird jetzt noch sozusagen der letzte Absacker schnell noch eingezogen und dann nach Hause gewankt. Also seien Sie vorsichtig, die Geschichte wird jetzt richtig heiß. Die Trump-Party ist von der Fed eigentlich beendet erklärt worden. Jetzt wird man sich noch ein bisschen hinschleppen und dann werden die Karten komplett neu gemischt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao.